Stierkopfhai. Video. Film und Autor D. Seltsam Kenzi. Die Filmbilder hat der Autor Seltsam Kenzi in Australien gedreht. Die Stierkopfhai, Heterodontus, oder Hornhai sind die einzige Gattung der monotypischen Familie der Heterodontidae, die wiederum allein die Ordnung der Stierkopfhai-artigen, Heterodontiformes, bildet. Den deutschen Namen verdanken sie ihrem für Hai und typischen Kopf mit deutlichen Augenwülsten und der abgerundeten Schnauze. Allen Stierkopfhaien ist das Vorhandensein von Angalflossen, zwei Rückenflossen, Finnen, die jeweils mit Dornen besetzt sind, gemeinsam. Außerdem besitzen sie 5 Kiemenspalten. Stierkopfhai sind kleiner als andere Haiarten. Die größte Art, der Port Jackson Stierkopfhai, Heterodontus portus jacksoni, oder Hornhai, wird lediglich 165 cm lang. Von dieser zuerst beschriebenen Haiart leitet sich eine der englischen Bezeichnungen für die Familie der Heterodontidae Port Jackson Sharks ab. Ihr Verbreitungsgebiet sind die warm gemäßigten und tropischen Meere vom westlichen Indischen Ozean bis zum östlichen Pazifik. Im Atlantik sind Stierkopfhai nicht vertreten. Die Gebissform, die im vorderen Kiefer kleine, spitze Zähne und im hinteren kräftige Zähne aufweist, lässt darauf schließen, dass Stierkopfhai sich hauptsächlich von Muscheln, Seeigeln und anderen hartschaligen Tieren ernähren. Der griechische Gattungsname, Heterodontus, verschiedenartige Zähne, nimmt darauf Bezug. Stierkopfhai sind eierlegend. High Shark Stierkopfhai, Tiere Animals Selmkenzi Seltsamkenzi. Stierkopfhai. Video. Film und Autor D. Seltsamkenzi. Die Filmbilder hat der Autor Seltsamkenzi in Australien gedreht. Die Stierkopfhai, Heterodontus, oder Hornhai sind die einzige Gattung der monotypischen Familie der Heterodontidae, die wiederum allein die Ordnung der Stierkopfhai-artigen, Heterodontiformes, bildet. Den deutschen Namen verdanken sie ihrem für Hai und typischen Kopf mit deutlichen Augenwülsten und der abgerundeten Schnauze. Allen Stierkopfhaien ist das Vorhandensein von Angalflossen, zwei Rückenflossen, Finnen, die jeweils mit Dornen besetzt sind, gemeinsam. Außerdem besitzen sie 5 Kiemenspalten. Stierkopfhai sind kleiner als andere Haiarten. Die größte Art, der Port Jackson Stierkopfhai, Heterodontus portus jacksoni, oder Hornhai, wird lediglich 165 cm lang. Von dieser zuerst beschriebenen Haiart leitet sich eine der englischen Bezeichnungen für die Familie der Heterodontidae Port Jackson Sharks ab. Ihr Verbreitungsgebiet sind die warm gemäßigten und tropischen Meere vom westlichen Indischen Ozean bis zum östlichen Pazifik. Im Atlantik sind Stierkopfhai nicht vertreten. Die Gebissform, die im vorderen Kiefer kleine, spitze Zähne und im hinteren kräftige Zähne aufweist, lässt darauf schließen, dass Stierkopfhai sich hauptsächlich von Muscheln, Seeigeln und anderen hartschaligen Tieren ernähren. Der griechische Gattungsname, Heterodontus, verschiedenartige Zähne, nimmt darauf Bezug. Stierkopfhai sind eierlegend. High Shark Stierkopfhai, Tiere Animals Selmkenzi Seltsamkenzi. Stierkopfhai. Video. Film und Autor D. Seltsamkenzi. Die Filmbilder hat der Autor Seltsamkenzi in Australien gedreht. Die Stierkopfhai, Heterodontus, oder Hornhai sind die einzige Gattung der monotypischen Familie der Heterodontidae, die wiederum allein die Ordnung der Stierkopfhai-artigen, Heterodontiformes, bildet. Den deutschen Namen verdanken sie ihrem für Hai und typischen Kopf mit deutlichen Augenwülsten und der abgerundeten Schnauze. Allen Stierkopfhaien ist das Vorhandensein von Angalflossen, zwei Rückenflossen, Finnen, die jeweils mit Dornen besetzt sind, gemeinsam. Außerdem besitzen sie 5 Kiemenspalten. Stierkopfhai sind kleiner als andere Haiarten. Die größte Art, der Port Jackson Stierkopfhai, Heterodontus portus jacksoni, oder Hornhai, wird lediglich 165 cm lang.
Von dieser zuerst beschriebenen Hayat leitet sich eine der englischen Bezeichnungen für die Familie der Heterodontidae Port Jackson Sharks ab. Ihr Verbreitungsgebiet sind die warm gemäßigten und tropischen Meere vom westlichen Indischen Ozean bis zum östlichen Pazifik. Im Atlantik sind Stierkopfhaie nicht vertreten. Die Gebissform, die im vorderen Kiefer kleine, spitze Zähne und im hinteren kräftige Zähne aufweist, lässt darauf schließen, dass Stierkopfhaie sich hauptsächlich von Muscheln, Seeigeln und anderen hartschaligen Tieren ernähren. Der griechische Gattungsname, Heterodontus, verschiedenartige Zähne, nimmt darauf Bezug. Stierkopfhaie sind eierlegend. High Shark Stierkopfhaie, Tiere Animals Zamkensi.